verkaufen auch gleichzeitig hier so aus der Kiste heraus, wenn es sein muss. Und hier liegen etwa 5000 Artikel hier im Raum. Wir platzen hier aus allen Nähten, wir brauchten eigentlich mehr Raum, aber es ist ein bisschen schwierig. Hier in diesen ersten beiden Regalen sind alle Produkte drin, die Dunpipe für Dun Tobacco macht. Und zwar müssen Sie wissen, wir hatten eine Krise um 1985 herum. Es brachen mittelständische Unternehmen weg, die Pfeifentabak gemacht haben. Und die Großen sind an Pfeifentabak eigentlich nicht interessiert. Nicht? Die bauen alle ab. Also ich hatte früher mal einen Beratervertrag bei der BAT über Pfeifentabak. Und dann haben die ihr ganzes Pfeifentabakgeschäft eigentlich entweder abgegeben oder sie waren nicht interessiert. Und danach haben sie Rossmans gekauft. Und Rossmans war der größte Pfeifentabakhersteller mit Dunhill und Erinmore. Und dann waren sie wieder voll mit Pfeifentabak. Nicht? Aber Pfeifentabak, das wird in den Bilanzen so als Blinddarm gesehen. Ach, nicht? Da haben wir auch noch was da. Eine ganz kleine Sache. Um Ihnen ein Beispiel zu sagen. Die größte Pfeifentabakmarke ist Borkum Riff. Und die gehörte zu Swedish Match, Borkum Riff, gehört heute noch dazu. Und die hatten in Amerika eine Fertigung und in Schweden eine Fertigung. Und in Schweden haben sie ihre Pfeifentabak aufgegeben und haben das in eine Zigarettenfabrik integriert. Und die Amerikaner fragten an nach Premium-Tabak, also nach hübsch verpackten Tabak. Sagten die Schweden, das können wir nicht mehr machen. Und aufgrund dessen haben die uns kontaktiert, dass wir ihnen so Premium-Sachen machen wollten. Und dann vereinbarten wir ein Treffen 2 Monate später hier bei uns. Da wollten wir ihnen so Ideen vorstellen. Und da kamen 2 völlig verstörte Leute hier an und sagten, wir sind verkauft worden, wir wissen gar nicht mehr, was los ist. Dass diese Zigarettenfabrik in Malmö an Austria-Tabak verkauft worden und versehentlich der Pfeifentabak mitverkauft worden. Richtig aus Versehen. Nicht? Und da fragten wir, das kann doch nicht möglich sein, das ist doch die größte Tabakmarke der Welt, Borkum Riff. Und da sagen wir, das macht aber 2% Umsatz bei Swedish Match aus. Nicht? Also zu Swedish Match gehört auch Volvo. Nicht? Volvo haben sie verkauft und haben dafür die größte amerikanische Zigarrenmarke, nicht? General Cigar, eingekauft. Also so schätzen die das Gewicht der Zigarre ein. Nicht? Ja, jetzt habe ich... Ja, 1670 Quadratmeter, ich dachte mir, dass wir so viel nie brauchen. Und jetzt ist jeder Quadratmeter ausgenutzt hier im Haus. Also wir brauchen eigentlich mehr Fläche. Ja, das ist unsere Inlandspackerei. Alles bleibt im Lande, was hier verpackt wird, kriegt deutsche Steuerzeichen. Dieses hier sind Billigprodukte, unsere No-Names. Dafür kaufen wir aber nicht extra Tabak ein, sondern... Das sind oft wie zum Beispiel, wenn wir Flakes pressen, das ist wie Kuchenbacken, da werden die Ränder abgeschnitten und die kommen dann hier mit rein. Aber da garantieren wir nicht eine gleichbleibende Produktqualität, das ändert sich immer leicht. Irgendwo muss ja vorne werden. Ja. Das ist hier eine kleine Charge, die wir für die Amuri machen. Amuri, das ist so eine Handelskette mit über 1000 Verkaufspunkten in Deutschland. Und das ist Benton, eine kleine, aber feine Firma. Na, und hier ist nochmal was Exportiges drin. Das geht nach Polen. Hier sehe ich gerade. Hat jemand von Ihnen Probleme mit dem Fahrstuhl? Es geht auch zu Fuß. Müsste ich mal sagen, aber das ist ein sehr sicherer Fahrstuhl, der hier nicht überprüft wird. Das liegt Tabak, das ist ja für Naturprodukte gebaut worden, dieses Gebäude. Das ist eine ehemalige Melzerei. Und hier Tabak zu lagern, das ist ideal, weil er Winter wie im Sommer etwa gleichbleibend ist, mit leichten Temperaturschwankungen, aber es bleibt in etwa so. Das ist also ein Wohlfühlklima, ne? Und dann geht er so runter in die Tabakproduktion, in die Fertigung. Und das ist auch der nächste Schritt, den wir dann sehen. Und
dieser Tabak hier ist ein sehr wertiger Tabak, ein Virginia aus Mysore, aus Südindien, und der ist per Hand entrippt, handstripped, sagt man dazu, und eignet sich deswegen auch wunderbar für die Pressen. Also so, dass handstripped ist, kann man auch nur in Ländern machen, wo es bezahlbar ist, weil jedes einzelne Blatt, die große Mittelrippe, wird einzeln herausgetrennt. Der da drüben steht, ja, natürlich, jetzt tun wir das. Nein, der wird geliefert aus Louisiana, USA. Das kann man nicht selbst machen. Kann ich auch so ein Stück Perique mal durchreichen? Perique ist so ein Mittelding zwischen Lakritz und saurem Hering, so müssen Sie sich das vorstellen. So was Süßsäuerliches. Ja. Einer sagt, es stinkt. Und Perique wirkt aber sehr blumig und mild in Tabak. Also es hat die Funktion wie Hefe. Über Enzyme, also Bazillen, Bakterien, wird dort dann im Tabak so ein Geschmacksprozess in Gang gesetzt. Das ist ein Indianerrezept oder von den ersten? Nein, das Perique Barrique Barrel, ja, es geht auf französische Siedler zurück, die in Louisiana damals siedelten. Nicht, das ist eine Fassfermentation. Ich denke mir, dass denen mal irgendwie Tabak vergoren ist und sie dann die Werte festgestellt haben, die sie daraus kriegten. Das ist dieser Louisiana-Perique. Ja. Eben, und ich rauche da rein. Dafür muss ich auch mehr bezahlen. Also ich muss auch sagen, man sollte allen Ernstes sich überlegen, ob die Raucher nicht irgendwie sich politisch organisieren. Wir sind ein Drittel der Bevölkerung und man will uns jetzt zumuten, dass Plain-Packungen kommen, also weiße Packungen, wo nur der Name der Marke draufsteht, also alles auch leicht zu fälschen. Damit lassen sich auch keine neuen Marken mehr einführen und es darf nur noch unter dem Tisch verkauft werden. Und ich finde, das ist eine derartige Beleidigung. Denn, ja, nee, und auch, was, wo bleibt denn unser Freiheitsbegriff? Rosa Luxemburg, eine ganz linke, aber doch in meinen Augen ein sehr wertvoller Mensch, sagte, Freiheit ist erst einmal Freiheit des anderen. Und wenn man ein Drittel ausgrenzt und sagt, also ihr habt nur zu marschieren, ihr habt also, was eure Bedürfnisse angeht, keine Rechte mehr, dann muss man aufstehen und sagen, so nicht. Und es gibt zwei Unterschiede. Dieses ist einmal ein sogenannter Ready Rub, das heißt, der wird kürzer gepresst und ist auch dicker. Den nimmt man, um ihn danach zu häckseln, also in kleine Stücke zu zerfasern. Und das nennt man Ready Rub, haben Sie bestimmt so auf Packungen schon gelesen. Dieser Ready Rub Tabak, Rub gepresster Tabak, hat den Vorteil durch die Pressung, öffnet der Tabak seine Geschmackskorn. Er wird intensiver, er wird voller im Geschmack. Sie haben also mehr Geschmack für das Geld, kann man sagen. Und diese dünneren Platten, das sind richtige Flakenplatten. Und die werden auch zum Teil länger gelagert. Ich vergleiche das immer mit Gouda. Sie wissen, da gibt es jungen, mittleren und alten Gouda. Und nur durch Lagerung kommt diese Geschmacksveränderung zustande. So ist das auch hier. Bei 6,5 Kilogramm Gewicht ist genug Gewicht vorhanden, um diese Nachfermentationsprozesse oder das Aging, wie man auch sagt, eben hier in Gang zu setzen. Das kann man nicht mit 50 Gramm Tabak, aber mit 6,5 Kilogramm Tabak machen. Und Flakes, da muss man ständig dran arbeiten an seinem Wissen. Also wir arbeiten ja auch heute mit Versuch, Irrtum, dass wir versuchen immer, es noch besser hinzukriegen. Und dann ist der Tabak ganz weich, so wie ein Fensterleder fühlt er sich an. Und in der zweiten Hälfte kriegt er die Feuchte, die er für die Produktion braucht, etwa 25%. Und es werden gegebenenfalls
auch kräftige Aromen, sogenannte Casing-Aromen, wie Apfelsirup oder Pflaume oder sowas dabei gegeben. Ja, Autofahrertüte. Autofahrertüte. Tragetasche ohne Tanni, ne? Einmal bitte. Ja. Einmal bitte kurz. Einmal auf die Dose. Oh, die blendet aber. Wollen wir knutschen? Frechheit. So sind sie hier. So sind sie. Sehr schön. Oh, hier Übergabe jetzt. Vom Meister. Ob das die Leute sehen wollen, da bin ich nicht sicher. Aber man kann ja schneiden, oder? Ja. So, ich muss jetzt einmal nach unten helfen. Achso, ist gut so. Ja, Benzin. Ein Beispiel, man glaubt das nicht. In unserer zweiten Runde, er hat im Sommer 2007 gesagt, im Herbst soll er zu Hause. Meine Tochter studiert und das Geld ist nicht übrig. Sie muss